Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Haribo Test Video hier auf meinem YouTube Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder da seid und bei mir zuschaut, denn heute gibt es diese Haribo Sorte hier bei mir im Test. Wir haben Starmint am Start aus Frankreich. Das sind Pfefferminzbonbon-Dragees mit knackiger Hülle und einem weichen Kern mit intensivem Minzgeschmack. Das Ganze in einer 200 Gramm Packung. Bezahlt habe ich dafür 1,99 Euro und besorgt habe ich diese Sorte im Haribo Store in Bonn. Jawohl, so viel zu den Fakten. Ich würde sagen, wir werden jetzt sofort die Tüte öffnen und unseren Starmint mal probieren. Also ich bin wirklich sehr gespannt, wie das jetzt gleich schmecken wird. Ihr könnt die Dinger ja hier schon erkennen. Es ist nur eine einzige Sorte dabei. Bisschen schade, aber egal. Vielleicht sind sie ja wirklich lecker. Werden wir jetzt gemeinsam herausfinden. Ich öffne die Packung. Ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht es nur um eins. Und das ist richtig der Geschmack. Also auf damit und raus damit. Da sind sie schon. Eieiei. So, erster Kritikpunkt, hätte man die wirklich alle hier einzeln verpacken müssen? Also es gibt jede Menge Müll, wenn ich die alle gegessen habe. Naja, egal. Also gucken wir mal, und ich erinnere mich jetzt hier wirklich irgendwie an so Kaugummis oder sowas. Ich probiere das Ganze mal, ich packe jetzt hier mal einen aus. So. So, jetzt habe ich ihn endlich rausbekommen. Schaut nochmal. So sieht's aus. Okay. Vielleicht sollte ich den nochmal anschneiden. Können wir nochmal reinschauen. So, schaut mal. So sieht das Ganze von innen aus. Erinnert wirklich jetzt so ein bisschen an Kaugummi. Ich probiere mal. Mhm. Oh ja. Ja, schmeckt jetzt wirklich wie, also das erinnert mich total an Mentos-Bonbons. Ich weiß nicht, ob ihr diese Kaubonbons von denen kennt. Das schmeckt fast ganz genauso. Ja, intensiver Minzgeschmack kommt auf jeden Fall hin. Also sie sind von der Stärke auf jeden Fall, da ja, würde ich sagen, stärker wie die Kaubonbons. Ja, aber so. Ist nicht schlecht, vielleicht wenn man erkältet ist oder so, kann man sich die mal geben. Aber so, weiß ich nicht. Müsste ich jetzt nicht jeden Tag essen, bin ich ganz ehrlich. Ja, alles in allem, aber relativ lecker. Wie gesagt, erinnert total an Mentos. Was mir überhaupt nicht gefällt, ist, wie gesagt, dass die alle einzeln verpackt sind. Aber naja, so bleiben sie auf jeden Fall frisch. Ja, alles in allem eine relativ leckere Sorte, würde ich sagen. Ob ich mir die jetzt nochmal kaufen würde, weiß ich nicht. Von mir gibt es dafür den, ja, Daumen nach oben, sage ich jetzt einfach mal. Ist jetzt nichts besonders Tolles. Ja, die Sorte hätte ich jetzt gerne in der Winterzeit entdeckt. Wie gesagt, wenn man da mal so ein bisschen erkältet ist, kann man sich die mal geben, auf jeden Fall. Anstatt Hustenbonbons oder sowas. Ja, so, da sind sie doch mal. Oben sieht man jetzt natürlich, dass ich sie aufgeschnitten habe, aber egal. Also, wenn ihr die mal probieren möchtet, müsst ihr die entweder bestellen oder ihr geht mal im Haribo Store vorbei. Ist auf jeden Fall mal eine Erfahrung, auch mal wieder was anderes von Haribo. Aber wie gesagt, für mich kein Highlight, aber man kann sie auf jeden Fall gut essen. Deswegen gibt es noch den Daumen nach oben dafür von mir. Okay, das war's für heute. Ihr könnt mir gerne dazu was in die Kommentare schreiben, ob ihr diese Sorte schon kennt oder nicht oder mal probieren möchtet oder was auch immer. Wie immer gilt natürlich, ich lese alle Kommentare und antworte darauf. Das war's für heute. Ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen oder vielleicht ist auch ein Abo drin. Ansonsten schaut doch gerne nochmal morgen bei mir auf dem Kanal vorbei. Ich mache jeden Tag neue Lebensmittel-Testvideos und würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder am Start seid bei mir. Danke fürs Zuschauen, das war's für heute. Ciao, ciao und bye und ade, euer Atzenberger.